Hallo meine Lieben, auch heute wieder ein etwas anderes Intro, versprochen, das wird nicht jedes Mal so. Aber heute gibt es leckere, herzhafte Blätterteigrosen. Ihr kennt ja schon meine süßen Apfelblätterteigrosen. Das Video kann ich euch sehr gerne unten in die Infobox verlinken und auch nochmal oben in die Infocard. Dann könnt ihr es mal nachmachen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und heute eben die herzhafte Variante. Und die schmeckt auch super lecker. Die hat uns allen total gut geschmeckt. Ihr könnt die natürlich so belegen, wie ihr wollt. Ihr könnt andere Soßen und sowas auch benutzen. Ihr könnt eine Pizzasoße machen. Also ganz wie ihr wollt. Und los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ich werde heute zwei verschiedene Arten von Blätterteigrosen machen. Und zwar eine mit Hähnchensalami und die andere mit Hähnchenbrust. Und insgesamt brauchen wir jetzt dafür natürlich Blätterteig, rechteckigen. Dann brauchen wir geriebenen Käse, Kräuterfrischkäse, Ketchup. Ich habe nicht mehr so viel da. Ich hoffe, es reicht. Wenn nicht, muss ich echt nur eine ganz dünne Schicht davon nehmen. Ansonsten brauchen wir natürlich, wie erwähnt, die Hähnchensalami und die Putenbrust. Da habe ich jetzt darauf geachtet, dass die relativ klein sind und natürlich rund. Und los geht's mit der Zubereitung. Dafür werde ich mir jetzt meine Wurst einfach halbieren. Den Blätterteig der Länge nach noch etwas ausrollen, damit wir dann auch schön 6 gleichmäßige Streifen gleich draus schneiden können. Dann verteile ich meinen Frischkäse darüber. Das mache ich einfach mit einem Esslöffel. Dann werden ungefähr gleich große Streifen runtergeschnitten. Danach legt ihr euch gerade so einen Streifen auf eure Arbeitsfläche. Nehmt euch die Putenbrust oder die Salami, je nachdem, welche Kombination ihr gerne mögt. Und wir haben die Wurst ja schon halbiert gehabt. Diese werden wir jetzt so nebeneinander etwas überlappend auf den Blätterteig hier geben. Ich streue dann noch ein kleines bisschen geriebenen Käse hier drauf. Klappt den Blätterteig über die Schnittkanten der Wurst. Und roll ihn anschließend zu einer Rose. Einfach wie so eine Schnecke einrollen. Und so sieht dann schon mal ein Röschen aus. Das setzt ihr dann auf euer Muffinblech, das ihr unbedingt schön eingefettet haben solltet. Und jetzt kommen wir zu der Variation mit der Salami. Dafür rollen wir unseren Blätterteig wieder längst etwas breiter. Bestreichen den Blätterteig dann jetzt mit dem Ketchup statt dem Frischkäse. Ihr könnt natürlich auch Pizzasoße oder Tomatenmark oder so nehmen, aber uns schmeckt es mit dem Ketchup immer am besten. Thank you.
Anschließend können die herzhaften Blätterteigrosen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für ca. 15 bis 20 Minuten. Fertig sind die Blätterteigrosen. Ich habe die jetzt schon aus der Form genommen und werde jetzt noch ein bisschen gehacktes oder gehackten Basilikum, wie heißt denn das, darüber streuen. Und dann hat das nochmal so eine gewisse Optik, sage ich mal, weil so ein bisschen grün verschönert alles nochmal. Und das war's jetzt schon. Ihr habt gesehen, es ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Und ich finde, dieses Rezept passt hervorragend auch zum Valentinstag, zum Beispiel als Vorspeise. Natürlich dann nicht in der Menge, das sind ja 12 Rosen, die da rausgekommen sind. Wenn ihr so ein Candlelight-Dinner oder so machen wollt, dann werdet ihr die zu zweit sowieso nicht fertig bekommen. Dann macht ihr einfach eine kleine Menge oder esst am nächsten Tag nochmal auf. So, wie gesagt, das ist jetzt meine Vorspeise. Zu meiner Vorspeise wird es aber noch eine passende Hauptspeise von Eat & Smile geben und ein Dessert von Hannah kocht einfach. Ich verlinke euch beide Kanäle unten in meine Infobox. Da könnt ihr mal schauen, die haben auch super, super leckere Sachen für euch vorbereitet. Es machen außerdem noch andere YouTuber mit. Die haben auch eine Gruppe, eine Valentinstagsgruppe gebildet und die machen auch ganz leckere Sachen für euch. Die Kanäle zu den anderen YouTubern verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr das nachmacht, dann sehr gerne Fotos bitte an mich und am allerliebsten mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram, ihr wisst, aber auch gerne auf Facebook und so weiter. Dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!